ihr Lieben, und willkommen zurück auf meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Verbindung von Cambria Brookman sprechen. Du kannst niemandem trauen aus dem Goldman Verlag. Das Buch habe ich über das Bürgerportal erhalten. Eigentlich habe ich es angefragt wegen des Covers. Ja, das Cover ist nämlich wunderschön. Es ist wieder ein Haus drauf und ich hatte mal gesagt, dass ich so Cover mit Häusern nicht mehr ganz so in Betracht ziehe, aber es ist halt ein College, ne? Und es ist Neon. So, ein College in Neonfarben. Ach, das Cover ist unfassbar, wie dem auch sei. Dieses Buch hat so eine unterdrückte Spannung. Es ist so unterschwellig. Man wird nicht direkt darauf gestoßen. Man bekommt alles so ein bisschen nach und nach mit. Das ist alles so, peu à peu erfährt man die Wahrheit. Und peu à peu kriegt man auch mit, oh Gott, das Herz, das rast jetzt langsam, weil jetzt kommt dieses, jetzt weiß man, okay, jetzt kommt dieser schriftstellerische Höhepunkt im Prinzip. Und jetzt erfährt man, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und ne, ihr kennt das, ihr wisst das, was ich meine. Ich bin mir sicher, dass ihr wisst, was ich meine. Wenn man ein Buch liest, dann erwartet man immer irgendwas. Und hier ist es natürlich auch so gewesen. Aber irgendwie ist es mehr schleichend. Man erfährt nach und nach etwas über Malin, ihre Vergangenheit, über das, was geschehen ist, über das, was passieren wird. Wir sind dann auch im College an ihrem ersten Tag, als sie Max, John, Caleb, Gemma und Ruby kennenlernt. Und dann sind wir plötzlich im Senior Year und am Abschlusstag und erfahren, dass den Grundkern des Klappentext hinten, dass von den 6 Leuten, Malin, John, Max, Caleb, Gemma, Ruby, eben tatsächlich einer sterben wird oder einer stirbt oder wie auch immer. Und das ist ja kein Geheimnis, weil das steht ja, wie gesagt, hier hinten. Und wir erfahren so viel. Und Malin liest das Tagebuch ihrer besten Freundin, um mehr über sie zu erfahren. Ich habe hier einen Knicks drin. Mist. Schnell weg. Okay, hat keiner gesehen, oder? Warum tue ich das den Büchern an? Oh Mann. Das Buch ist am 19. August erschienen. Wie gesagt, Goldman Verlag, vom Blogger-Portal erhalten. Und ich habe es echt schnell gelesen, muss ich sagen. Wirklich schnell. Ich mag die einzelnen Charaktere. Manche sind echt grausig. Bei manchen dachte ich so, Gott, wieso? Und dann erfährt man aber die Beweggründe und die alles in allem noch, dass so alles nicht Schlag auf Schlag, sondern wirklich so richtig smooth dahin. Und dann kommt diese, ich sag mal, Offenbarung und das Ende, das Ende. das Ende. Es ist ja, hier hinten steht ja ein wahrlich beklemmender Thriller drauf. Und normalerweise ist es ja oft so, dass man schon am Anfang weiß, was passiert. Das ist tatsächlich oftmals so. Deswegen lese ich nicht so gerne Thriller. Auch weil viele Thriller einfach sehr, sehr blutig sind. Das hier überhaupt nicht. Und am Anfang weiß man nicht, was passiert. Alles, was geschehen wird, ist so unvorhersehbar. Alles, was in diesem Buch ans Licht kommt, hätte ich niemals vermutet. Ja, es gab so ein paar Anhaltspunkte, ja, es gab so ein paar Lichtblitze. Aber im Großen und Ganzen, nope, never. Deswegen, die Verbindung, du kannst niemandem trauen, von Cambria Brookman. Leute, egal ob ihr Thriller mögt oder nicht, es geht ja auch um andere Sachen hier drin. Es geht auch um, es geht tatsächlich auch teilweise um ich sag mal häusliche Gewalt so ein bisschen, ne? Und oder die Ansätze davon und was manche mit sich machen lassen, um
geliebt zu werden, das ist schon, ist die Abgründe der Menschen. Ich glaube, die werden hier ziemlich gut dargestellt. Es ist definitiv eines meiner Highlights dieses Jahr. 5 von 5 Sterne hat es bekommen und Gabriela Bruckmann, die Verbindung. Du kannst niemandem trauen. Ich glaube, im Englischen heißt es Tell Me Everything, wenn ich mich nicht irre. Tell Me Everything, genau. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.